Guten Morgen. Wir haben uns heute ein russisches Frühstück gemacht. Das nennt sich Kascha. Die Basis bilden Buchweizenkörner. Die wurden mit Mandelmilch aufgekocht. Dazu gegeben haben wir noch klein geschnittene Pflaumen und Rosinen, Mandelsplitter, ein bisschen Mohn und Zimt und drüber gegeben haben wir uns noch Mandelmus. Mahlzeit! Es ist jetzt 1 Uhr und wir haben uns unser Mittagessen gemacht. Wir haben uns für einen Linseneintopf entschieden. Hier seht ihr eine Portion wieder. Linsen enthalten von Natur aus ganz viel Eiweiß und deswegen eignet sich sie eben perfekt als eiweißreiches Mittagessen. Wir haben einfach die Linsen gemeinsam mit Gemüsebrühe circa eine Viertelstunde im köchelnden Wasser gelassen und dazu haben wir noch eine Zucchini und ein paar Frühlingszwiebeln hineingeschnitten. Wir essen dazu eine Scheibe Brot mit einem Hummusaufstrich und dazu trinken wir Kokoswasser. Mahlzeit! Mal was Süßes zwischendurch. Das ist Sojajoghurt mit Mandelmilch gemischt, Schokoladenkasein, tiefgefrorenen Heidelbeeren, Dinkelcrunchies und einem Esslöffel Mandelmus. Das ist das helle Mandelmus. Es ist jetzt 7:30 Uhr, wir waren jetzt gerade auf der Uni und wir gehen jetzt noch zum Subway. Wir sind heute noch mit einer Freundin zum Cocktailtrinken verabredet und da gibt es davor noch eine Stärkung. Beim Subway essen wir immer das Vollkornbrötchen mit Putenschinken und Gemüse. Dazu haben wir das Joghurtdressing. Mahlzeit! Guten Morgen! Heute gibt es zum Frühstück ein Oatmeal. Das besteht aus 60 Gramm Dinkelflocken von Alnatura, aufgekocht mit Mandelmilch und Wasser. Und dazu gibt es noch eine Portion Caseinprotein in der Geschmacksrichtung Vanille. Da haben wir ungefähr 25 Gramm verwendet. Ins Oatmeal kommen noch geriebene Äpfel. Da haben wir einen Apfel verwendet und ein paar Apfelscheiben. Gewürzt wird das Ganze mit Zimt. Jetzt könnt ihr noch verschiedene Früchte drüber geben, zum Beispiel Apfelscheiben oder eine Ananas. Zum Mittag gibt es heute Karotten-Buchweizenleibchen mit Süßkartoffelpüree, dazu eine Schale Salat mit Granatapfelkernen und Kresse und einen Avocado-Dip. Wir essen unseren Salat am liebsten ohne Dressing. Und zum Trinken gibt es Wasser mit Zitrone. Als Snack haben wir uns heute Topfen mit Mandelmilch und ein bisschen Caseinprotein in der Geschmacksrichtung Vanille gemischt. Darüber gibt es Kaki-Stücke und Melone, ein paar Dinkelcrunchies und Chiasamen. Es ist jetzt 6:30 Uhr und es ist Zeit für unser Abendessen. Wir machen uns heute eins unserer Lieblingsgerichte, nämlich eine proteinreiche Pizza. Pro Portion braucht ihr eine Dose Thunfisch in eigenen Saft für den Boden, 2 Esslöffel Dinkelvollkornmehl und ein ganzes Ei. Das vermischt ihr alles in einer Schüssel, formt auf einem Backblech eine Pizza und dann schiebt ihr es bei 180 Grad circa eine Viertelstunde ins Backrohr. Weil wir zu zweit sind, machen wir uns logischerweise 2 Pizzen. Wir würzen es jetzt noch mit Salz und Pfeffer. Und ein bisschen Oregano. Die Pizza war jetzt circa eine Viertelstunde im Backrohr. Jetzt ist sie richtig schön knusprig geworden und wir haben es jetzt gewendet. Damit sie nicht anbrennt, haben wir das Backblech zuerst mit ein bisschen Kokosöl eingefettet. Als nächstes geben wir eine Tomatensauce auf unsere Pizza. Da verwenden wir am liebsten die vegetarische Bolognese von Alnatura. Die bekommt ihr beim DM. Und darüber kommt noch Mozzarella.
Das Ganze kommt dann nochmals für ungefähr 10 Minuten ins Rohr, bis der Käse geschmolzen ist. Oh mein Gott, gebt euch mal diesen Traum von einer Pizza. So sieht sie jetzt aus, wenn sie fertig ist. Und auch wenn es für viele komisch klingt, essen wir Pizza immer mit Tomatenketchup. Als Mitternachtssnack gibt es bei uns heute eine Schale Müsli. Da verwenden wir am liebsten die Dinkel-Hafer-Crunches von Alnatura. Darüber kommt noch ein Alpro-Joghurt und die Alpro-Kokosnussmilch in der Geschmacksrichtung Schoko. Und dazu noch eine Kaki. Mahlzeit! Heute haben wir uns für ein pikantes Frühstück entschieden. Jeder von uns isst 4 Scheiben Brot. Dazu gibt es einen Avocado-Aufstrich. Der besteht einfach aus Frischkäse gemixt mit Avocado, ein bisschen frische Kresse und ein Obstsalat mit Nüssen. Zum Trinken gibt es die BCAAs von Irimax in der Geschmacksrichtung Mango. Zum Mittag gibt es heute eins unserer Lieblingsgerichte. Das ist ein Gemüseeintopf mit Hühnchenstücken drinnen. So, jetzt kurz mal zu einem anderen Thema als das Essen. Wir haben seit kurzem ein Postfach und wir wollen uns ganz herzlich bedanken für die vielen süßen Nachrichten und Päckchen, die uns schon erreicht haben. Es sind wirklich ganz süße Nachrichten dabei, kleine Geschenke. Schaut euch mal diese schöne Zeichnung an. Also wir sind wirklich total überrascht und überwältigt, was uns da schon alles erreicht hat. Herumgesprochen hat sich anscheinend schon, dass wir diese Fred Ferkel total lieben. Die gibt es leider in Österreich nicht und deswegen haben uns da schon einige Päckchen aus Deutschland erreicht. Das gleiche gilt für diese Low Carb Monster, die lieben wir total. Und auch Quest Bars und selbstgemachter Marmelade haben uns schon erreicht. Die haben es jetzt aber leider nicht mehr ins Video geschafft. Wenn ihr uns auch etwas schicken wollt, dann ist das die richtige Adresse dafür. Das ist Bessler Twins, Postfach 18 in 2130 Mistelbach. Österreich nicht vergessen und wir versuchen wirklich auf jeden Brief und jedes Päckchen zu antworten, weil uns das auch ganz wichtig ist und wir freuen uns auf Post. Und ein paar dieser Schweinchen werden jetzt auch gleich unser Zwischensnack. Zum Abendessen gibt es heute Falafel. Wir verwenden da die Falafel-Backmischung von Alnatura. Klassisch zur Falafel gibt es Hummus-Dip, Karottensticks, Apfelscheiben und einen selbstgemachten Avocado-Dip. Nein, Pancakes schmecken nicht nur in der Früh. Wir haben sie uns jetzt als kleinen Mitternachtssnack gemacht. Dazu gibt es Heidelbeeren und ein bisschen Mandelmus. Für unsere Protein-Pancakes haben wir jetzt übrigens die Pancake-Mischung von Aramex verwendet und wo ihr die und die anderen Produkte aus unserem Video bekommt, das verlinken wir euch wie immer in der Infobox. Wir hoffen, euch hat auch unser zweites Food Diary gut gefallen. Und wenn ihr andere Videovorschläge für uns habt, dann könnt ihr uns das auch gerne in den Kommentaren hinterlassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!